Sehr geehrter Herr Präsident, Professor Dr. Hoffmann, sehr geehrter Herr Professor Dr. Sieber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich in diesem Online-Format zur Eröffnung des Green Fuel Centers an der Technischen Universität München Campus Straubing. Ich glaube, ein sehr wichtiger Tag heute für den Wirtschaftsstandort Bayern und für die Umwelt. Warum? Weil wir uns auf den Weg machen, wissenschaftliche und technische Lösungen zur Klimafrage vorzubereiten und umzusetzen. Wir sind der Überzeugung, dass ideologische Debatten uns hier nicht weiterhelfen, dass auch Fragen von Fahrverboten und Einschränkungen des persönlichen Wohlstands, der Mobilität und so weiter auf Dauer nicht die Lösung sein werden, um eine gute, eine richtige Antwort auf die Klimafrage zu geben, sondern wir als Bayern sind immer schon, ja, dem technischen Fortschritt zugewandt gewesen und sind jetzt der Überzeugung, dass es besser ist, hier Lösungen zu finden, wie wir auch in Zukunft Antriebe organisieren können, wie wir auch den Verbrennungsmotor betreiben können mit Antriebssystemen, mit Treibstoffen, die klimakorrekt sind, die fossile Energiequellen sparen. Und insofern ist dieser heutige Gründungsakt mit Sicherheit ein Blick nicht nur in die Zukunft, sondern schon in die Gegenwart. Denn es gibt ja diese Konzepte schon. Es geht nur noch darum, sie wettbewerbsfähig zu machen, sie zu skalieren, sie dann auch in die Märkte einzuführen. Biotreibstoffe, Biokraftstoffe kennen wir schon länger. Wir kennen dazu auch die leidige Tank-Teller-Debatte. Dürfen wir aus Stoffen der landwirtschaftlichen Erzeugung, die wir vielleicht auch in der Tierfütterung oder in der Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln einsetzen können, Öle, Treibstoffe und so weiter gewinnen, die dann in unseren Maschinen, in unseren Motoren verbrannt werden? Oder ist das richtig so? Also diese Debatte kennen wir. Ich beantworte sie trotzdem auch im Sinne der Anwendung. Und ich glaube, es ist verantwortbar. Aber darüber hinaus, glaube ich, brauchen wir weitere große Mengen an Treibstoff, die nicht mehr nur auf den Feldern wachsen werden, sondern wir werden auf Wasserstoffbasis neue Treibstoffe erarbeiten müssen, die dann mit Wasserstoff und Kohlenstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid am Ende mit Stromeinsatz auch dazu führen, dass wir Treibstoffe haben, die vergleichbare, vielleicht sogar bessere technische Qualitäten haben als die Treibstoffe fossilen Ursprungs. Es geht hier um den Antrieb in Schiffen, in Zügen, in schweren LKWs. Es geht aber auch am Ende um den Flugverkehr. Wir haben eine Arbeitsgruppe Cleantech in der Luftfahrt gegründet, wo Sie, Herr Professor Sieber, ja auch mit dabei sind mit Ihren Straubinger Aktivitäten, wo wir ganz klar das Ziel haben, auch den Luftverkehr in absehbarer Zeit mit immer mehr erneuerbarem Flugtreibstoff auszustatten, um damit ja eine neutrale CO2-Bilanz vorzuweisen. Wir werden hier auch politisch noch viele Brücken schlagen müssen in Herkunftsregionen solcher Stoffe. Wir werden diesen Wasserstoff, den wir dazu brauchen, nicht alles in Bayern und Deutschland erzeugen können, sondern wir werden hierzu Partnerländer brauchen, die vielleicht sogar dann auch vor Ort schon den fertigen Treibstoff herstellen und wir den dann über Tankschiffe, über Pipelines, wie auch immer, in unsere Region bringen und damit quasi ja Benzin, Erdöl 2.0 auf den Weg bringen, vielleicht sogar aus vergleichbaren Regionen, die uns heute mit Erdölprodukten beliefern, dass in diesen Regionen künftig auch ja solche Treibstoffe, an denen sie forschen, an deren Anwendung sie arbeiten, dann für uns produzieren. Ich glaube, das ist auch nicht verwerflich und es ist auch richtig so, solchen Regionen Perspektive zu geben und gleichzeitig uns die Perspektive zu geben, unseren Wohlstand, unsere Mobilität beibehalten zu können und trotzdem hier ja auf erneuerbare Treibstoffe, auf Wasserstoffbasis mit Wasserstoffderivaten im Endeffekt ja setzen zu können. In diesem Sinne glaube ich, dass diese Aktion, die wir hier gemeinsam mit Ihnen vorhaben, die
sinnvoll ist, die für unsere Zukunft äußerst wichtig ist. Ich danke Ihnen für diese Tätigkeit, wünsche Ihnen dabei sehr viel Erfolg. Wir brauchen diese Forschungsergebnisse, wir brauchen diese Produktergebnisse, die am Ende in den Tank fließen, die am Ende ja dazu beitragen, dass wir unser gewohntes Leben weitgehend so weiterführen können und zusätzlich noch bei uns Arbeitsplätze schaffen, nicht nur in der Forschung, sondern am Ende auch in der Produktion und in der Anwendung. Sie sind also wichtige Pioniere für uns bei dieser Arbeit. Das Bayerische Wirtschaftsministerium dankt Ihnen für diese Arbeit. Viel Erfolg, und ich werde in absehbarer Zeit auch wieder mal live vorbeikommen, heute nur digital, aber ich will mir das natürlich auch vor Ort anschauen und berichten lassen. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, alles Gute, vielen Dank.